An 15 der letzten 16 Handelstage ist es nach oben gegangen. Heute geht es erstmal vor dem Fed-Protokoll 20 Uhr und den Nvidia-Zahlen kurz nach 22 Uhr wieder nach unten. Und das hatte einen Grund, vor allem darin, dass natürlich der Markt überkauft ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber das Narrativ, was rumgereicht wurde in letzter Zeit, nämlich, siehst du, die Inflation geht runter, gleichzeitig bleibt die Wirtschaft stark und die Fed wird dennoch die Zinsen anheben, dass das ein bisschen angeschossen ist heute, weil Einzelhandelsunternehmen in den USA abverkauft werden, nachdem immer klarer wird, dass der Konsument nicht mehr so aufgestellt ist in den USA, wie man sich das erhofft hat. Dazu gleich mehr, aber schauen wir uns vor dem Mega-Event, vor allem Nvidia-Zahlen und Conference Call, die Dinge ein bisschen an. Wir sehen rote Vorzeichen, Microsoft, nachdem wahrscheinlich die ganze OpenAI-Gang sozusagen wahrscheinlich doch nicht zu Microsoft kommen wird, sondern wieder zurückgeht. Microsoft ist hochgradig abhängig oder hat sein Geschäftsmodell sehr, sehr stark an OpenAI ausgerichtet. Wenn diese Firma pleite ginge oder irgendwie nicht mehr existieren würde, dann müsste man eine Infrastruktur neu aufbauen. Das wird gar nicht so leicht, auch wenn man die Köpfe dieses Unternehmens dann selber an Bord haben würde. However, wir sehen Amazon im Minus. Berichtet, dass Jeff Bezos nächste Woche nochmal für einige Milliarden wohl Aktien verkauft, eigene Aktien verkauft. Und so sehen wir S&P und Dow moderat im Minus, Nasdaq etwas mehr im Minus und die Small Caps wieder schwächer. Neben den Zahlen 22 Uhr Nvidia ist dann auch wichtig 23 Uhr deutscher Zeit der Earnings Call von Nvidia. Also das, was dann das Unternehmen zu den weiteren Perspektiven mündlich sagen wird. Schauen wir uns mal diesen Lauf an in den letzten drei Wochen. Ende Oktober Stimmung ganz bärisch, Welt ganz schlecht, jetzt Welt super rosig. Priced for Perfection, wie es in Kommentaren heißt. Und hier sehen wir, das ist der größte 3-Wochen-Gewinn, den wir haben seit der ersten Hälfte des Jahres 2020, also seit Corona, respektive der Antwort der Notenbanken, vor allem der Fed, mit Liquidität und Zinssenkungen auf den Stillstand der Wirtschaft. Das ging sowohl im Nasdaq als auch beim S&P 500 sehr, sehr schnell. Und hier nochmal der Konsument, wie er denn aufgestellt ist faktisch. Wir sehen Abverkauf bei Abercrombie & Fitch, Kohl's, Lowe's, Best Buy, American Eagle, alle unter Druck. Delinquency Rates sind, so Daten, die gestern veröffentlicht wurden, wieder deutlich gestiegen. Also die Ausfallquote von Kreditschulden. Und was eigentlich, wenn man das Ganze mal zusammenfasst, diese Ergebnisse heute dieser Einzelhandelsunternehmen, dann ist überall der Umsatz das Problem und es ist überall das Problem, dass teurere Produkte weniger gekauft werden, weil eben der Konsument schwächer wird. Aber wir werden natürlich eine harte, eine weiche Landung sehen, wie das Narrativ ist. Und heute Bank of America kommt raus mit einer Vorhersage Jahresende 2024, also in einem Jahr, gut einem Jahr, dass der S&P 500 dann bei 5000 Punkten stehen würde. We are past maximum macro uncertainty, also das makroökonomische Umfeld sei jetzt nicht mehr so unsicher, echt, ich finde, das wird immer unsicherer und der Markt hat geopolitische Schocks absorbiert, das stimmt, we are bullish not because we expect the Fed to cut, also wir gehen nicht davon aus, dass die Fed die Zinsen senken wird, sondern weil die Fed ihr Ziel erreicht hat, nämlich die Inflation nach unten zu kriegen, okay, das ist quite optimistic, könnte man sagen. Aber der Amerikaner neigt zum Optimismus. Unten sehen wir mal die Profit Estimates, also die Gewinnprognosen, und die fallen im Grunde seit, was sind das, 8 Wochen, sehen wir einen permanenten Rückgang dieser Gewinnprognosen. Passt irgendwie nicht zu diesem wunderbaren Bild, das uns die Bank of America hier signalisiert oder indiziert. Und schauen wir uns mal die Entwicklung der Aktienmärkte an und vergleichen das mit den Earnings Expectations. Dann sehen wir, passt eigentlich auch nicht so richtig zusammen, aber was hat schon Fundamentales zu sagen? Die Märkte sind im Mindesten kurzfristig immer ein Wunschkonzert. Wünscht dir was, erst im längerfristigen Zeitraum muss man das mit der Realität abgleichen. Aber wir haben vorhin schon gehört, diese Aussagen der Firmen aus dem Einzelhandelssektor, aus dem Konsumsektor in den USA, die können zwar
Gewinn pro Aktie meistens übertreffen, aber in Sachen Umsatz sieht es weniger gut aus, und Umsatz ist das, was faktisch der Fall ist. Bei Earnings per Share kann ich ein bisschen tricksen, kann eigene Aktien zurückkaufen und muss ich den Gewinn durch weniger Aktien teilen und so weiter und so fort. Der Umsatz ist das Problem, und das wird jetzt noch so ein bisschen kaschiert durch die schönen Zahlen eben Earnings per Share. Jetzt sehen wir Mega Cap Tech Stocks auf dem höchsten Niveau seit Januar 2022. Das war ja praktisch das Hoch, das wir dann gesehen hatten. Am 3. Januar 2022 die FED im Protokoll gesagt, okay, wir werden die Zinsen anheben. Wir sehen jetzt absolut die Märkte unterinvestiert. Nur 99% aller Hedgefonds sind in die Magnificent Seven investiert. Ist ja nichts. Und die sind ja auch spottgünstig. Ja, also wer die nicht kauft, der ist ja selber schuld. Hier sehen wir eine Nvidia 114er Kurs-Gewinn-Verhältnis, spottbillig. Wir sehen Microsoft 35 auch, sehr, sehr günstig. Amazon nur mit 67. Dann Apple mit 30,9, auch sehr sportlich für eine Firma, die eigentlich seit 4 Quartalen schrumpft. Tesla dann mit 75, am billigsten noch Alphabet. Und Meta, müsste ich mir eine Aktie aussuchen, fundamental würde ich vor allem Alphabet aussuchen. Einfach weil das die Chefs sind des Internets, wenn man so will, des westlichen Internets. Wenn Apple irgendwie mal ein Problem hat, so what? Verkaufen sie halt weniger iPhones, ist dann so, aber ohne Google, das Internet, der wäre ein komplett anderes Internet und auch weniger amerikanisch dominiert, das ist ein Faktor. Nochmal zurück zur Positionierung an den Märkten, wir sehen jetzt Calls auf den Index, nämlich S&P 500, relativ zu Puts extrem hoch, höchstes Reading seit Juli 2023. Damals bildete der S&P 500 ja sein Top aus Ende Juli, bevor es dann bis Ende Oktober nach unten ging. Und wir haben letzte Woche die größten Inflows, die größten Zuflüsse in das Nasdaq-ETF gesehen. Also es ist überhaupt niemand bei der Rallye dabei gewesen und nach wie vor nicht dabei. Alle sind nach wie vor short, deswegen werden wir wahnsinnige Short-Squeezes sehen, sodass dann natürlich enormes Kurspotenzial ist, auch beim sogenannten Equity-Put-Call-Ratio, also Put-zu-Call-Verhältnis bei einzelnen Aktien, sehen wir, wow, ist jetzt auch nicht mehr so, dass hier die Einzelwerte sehr massiv geschortet sind. Aber klar, wir haben natürlich eine schöne Saisonalität normalerweise. Beginnt dann die Rallye, die Thanksgiving Rallye oder die Santa Claus Rallye schon am Dienstag, also heute. Da ist der S&P 500 in 79,45% der Fälle seit 1950 positiv mit einem durchschnittlichen Gewinn von 2,57%. Jetzt sind wir nur schon mal 11% gelaufen. Vielleicht müssen wir da 9% abziehen, damit wir da so auf 2,57% kommen. Schauen wir mal. Wird natürlich auch abhängen von den Nvidia Earnings. Hier sehen wir mal 13,51 Billionen Betrug. Der Umsatz im letzten Quartal, über das man berichtet hat, 11,19 war erwartet. Wir haben also eine Abweichung von 2,32 Milliarden Dollar. Und guckst du, diese 2,3 Milliarden, die sind seltsamerweise durch ein sehr merkwürdiges Dreiecksgeschäft entstanden. Ich hatte es mehrfach schon betont, CoreWeave hat hier für 2,3 Milliarden Nvidia-Chips bestellt, das auf Kredit gemacht von BlackRock und anderen, die wiederum an Nvidia investiert sind. CoreWeave wiederum hat diese Chips als Sicherheit für den Kredit hinterlegt und schwupps kamen da mal eben 2,3 Milliarden Umsatz obendrauf. Vielleicht ist Nvidia zu wichtig, als dass die Staatsanwaltschaft oder die Börsenaufsicht das mal ansieht. Dann sind natürlich auch die großen Jungs wie BlackRock mit beteiligt. Aber insgesamt, we are priced for perfection vor den Nvidia-Zahlen. Und natürlich ist es möglich, dass es für die Märkte weiter nach oben geht, wenn die Zahlen oder der Ausblick oder irgendwas das hergibt durch Nvidia. Die CTAs jedenfalls, die sind jetzt fertig mit Kaufen. Die haben das extremste Kaufvolumen gesehen seit langer Zeit. 40 Milliarden Dollar haben sie allein in der letzten Woche gekauft. Jetzt dürften sie nicht mehr als Käufer auftreten. Die waren teilweise unterinvestiert oder short, mussten dann als Käufer auftreten. Heute das Sitzungsprotokoll. Und wir dürfen nicht vergessen, das war
Soweit ich das erinnere, also die letzte FED-Sitzung, auf das sich das Protokoll bezieht, meine ich, wann war es das? Ende September. Da sah es ja für die Märkte jetzt noch nicht so gut aus. Also es war jetzt nicht so, dass da absolute Euphorie herrschte. Wir hatten ja diese Korrektur Ende Juli bis Ende Oktober. So oder so, es gilt das, was ein EZB-Mitglied gesagt hat, nämlich Wunsch, der gesagt hat, naja, also wenn die Märkte jetzt davon ausgehen, dass die Zinsen bald gesenkt werden, dann kann das da zum Gegenteil führen, weil sich die Finanzkonditionen auflockern, Nachfrage entsteht, wieder Inflation entsteht. Und hier sehen wir mal die Financial Conditions nach dieser Rallye. Die haben sich dramatisch nach unten bewegt. Das ist eine Herausforderung für die Notenbanken. Und hier sehen wir mal die Zinssenkungserwartungen in Sachen Fed. Da ist oder wird davon ausgegangen, dass bereits ab 1.5. bei der Sitzung die Zinsen gesenkt werden. Noch vor 6 Monaten hatte man sogar für das Jahr 2023 4 Zinssenkungen erwartet im Gefolge der Bankenkrise, Regionalbankenkrise. Vor 4 Monaten hat man gesagt, okay, es könnten 3 weitere Zinsanhebungen kommen. Vor 2 Monaten hat man gesagt, naja, 50-50, dass noch eine Zinsanhebung kommt, 23 oder 24, und dann im Herbst irgendwann die Zinsen gesenkt werden. Jetzt geht man davon aus, dass eben schon im Mai die Zinsen gesenkt werden. Wir sehen, wie stark sich das immer wieder verschiebt, wie die Narrative an den Märkten sich letztendlich verschieben. Kommen wir nochmal zurück nach Deutschland. Da habe ich ja Kritik wieder bekommen von einigen, dass ja der böse Lindner dafür zuständig ist, dass das hier mit diesem Sondervermögen irgendwie ein Problem ist für das Verfassungsgericht. Faktisch ist das eine Erfindung von Monsieur Scholz, und zwar aus der Zeit, als er noch Finanzminister war und noch nicht Kanzler, und das gute Wirtschaftsministerium unter Roberto Habeckino hat es dann mit Inhalt gefüllt, nämlich mit Klimainhalt, aber die ganze Struktur der Umwidmung ist gemacht worden von Olaf Scholz. Das hat er letzte Woche am 15.11. im Bundestag eingestehen müssen, an dem Tag, als das Bundesverfassungsgericht dieses Urteil gefällt hat. Und schauen Sie mal an, wie bedeutend diese Sondervermögen, was ja faktisch Sonderschulden sind, wie bedeutend das in Relation zum gesamten Bundeshaushalt ist, deutlich mehr, praktisch das Doppelte dessen. Da ist der Klima- und Transformationsfonds, 200 Milliarden, der jetzt ja auch im Feuer steht in gewisser Weise, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Sondervermögen, Bundeswehr und so weiter. Das könnte alles richtig, richtig schwierig werden. Vielleicht sehen wir Neuwahlen. Jedenfalls wurde schon gewarnt am 10.12.21, das hat hier der Beirat gesagt, also es widerspricht der Intention der Schuldenbremse und birgt erhebliche verfassungsrechtliche Risiken. Also man hat vor diesen Sondervermögen und diesen Umwidmungen bereits gewarnt, dass man also irgendwie Sondertöpfe hat für Corona und die dann mal eben für grüne Projekte dann plötzlich einsetzt, aber man wollte nicht hören. Okay, ist passiert, wie es passiert ist. Es wird spannend, wie es hier weitergeht. Ein abschließender Satz noch, jetzt mal nach Argentinien und zu Milei kommen. Der wird ja oft mit Trump verglichen. Also das halte ich für sehr, sehr schwierig. Und vor allem ist es in einer zentralen Frage, nämlich der Geldpolitik, absolut falsch. Während eben Milei die Notenbank Argentiniens abschaffen will, mal sehen, ob er das durchkriegt, und so war es bei Trump ja immer so, dass die Notenbank möglichst die Zinsen auf Null senkt. Was hat er die Notenbanker, vor allem Powell, beschimpft zu der Zeit? Senkt die Zinsen, flute die Märkte mit Liquidität, ich will hohe Aktienkurse. Also schon in dieser Frage ein himmelweiter Unterschied zwischen Milei und Trump, der aber in deutschen Medien oft in diese Trump-Ecke geschoben wird, wo er nach meiner Meinung nicht hingehört. Abschließend 2 Empfehlungen. Der Fed wird keine weiche Landung gelingen, das sagen die Anleihenmärkte. Die Aktienmärkte, wow, doch, irgendwie schon. Wer hat da recht? Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, dann im März könnte die Bankenkrise wieder losgehen. Warum, wieso, weshalb, erfahren Sie hier. Zweite Empfehlung, und dann natürlich 20 Uhr reinschauen. Fed-Protokoll bilden wir ab bei Finanzmarktwelt, und dann ab 22 Uhr die Nvidia-Zahlen, auch bei finanzmarktwelt.de. Also die beiden Artikel 20 und 22 Uhr. Das sind Ihre Pflichttermine, meine Damen und Herren. Ich sage jetzt Servus, ciao.